Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier immer noch irgendwie dabei rauszufinden, wo war denn das nochmal hier, wie wir den ganzen hier weiterkommen. Aber ich glaube, wir müssten eigentlich in jedem Lager einmal aufgenommen werden. Und ich glaube, das Einfachste wäre jetzt wirklich, wenn wir im Sumpflager zuerst aufgenommen werden. Dass wir uns dahin auf den Weg machen. Also, denn dann können wir hier für Dexter alles hier holen. Der wollte ja den Sumpfkraut haben. Und dann nochmal hier für... Eigentlich ist das... Ich glaube, wir kommen nicht drüber hinweg, jedem Lager hier einmal beizutreten. Na, warte mal, ich glaube, da hinten rum. Wir müssen da hinten rum, um ins Sumpflager zu kommen. Dann gehen wir mal wieder da zurück. Ich habe jetzt auch ein paar neue Umstellungen hier gemacht, wie ihr sehen könnt. Facecam ist jetzt anders. Ich habe jetzt leider kein richtiges Greenscreen hinter mir, aber ich versuche das über normale, über rein Software hier den Hintergrund auszuschneiden. Kann sein, dass ihr da irgendwie ein bisschen was seht bei mir im Hintergrund. Dass das irgendwie nicht so ganz flüssig sauber ausgeschnitten ist. Aber ein Greenscreen wird noch kommen. Und dann wird das besser aussehen. Und ich hoffe, dass auch mit der Facecam hier, mit meinem Gesicht, mit meinem hier und so weiter, dass das auch so in Ordnung ist, dass das so passt. Dass es nicht zu groß ist oder so. Ansonsten könnt ihr das auch gerne mir schreiben. Auf Discord oder in die Kommentare. Je nachdem, wie es euch lieber ist. Dann kann ich das auch größer oder kleiner machen. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg in Richtung Sumpflager. Und machen da mal die eine oder andere Quest. Und sehen zu, dass wir da gleich mal vorankommen. Wohin führt denn eigentlich dieser Weg, wenn wir hier gerade ausgehen? Vorne ist ja auch noch jemand. Das ist jetzt... Das will ich jetzt wissen. Wer ist denn das? Pacho. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Okay, gehen wir trotzdem mal weiter. Das ist also... Das geht ins Ork-Gebiet. Wir machen aber hier einmal nochmal... Safe Game. Bevor es weitergeht. Kann sein, dass wir hier vorne auch noch irgendwie... ganze 5 von denen. Dann lieber lassen wir das. In 5 komme ich noch nicht zurecht. Von den Ork-Hunden. Hier oben vielleicht. Können wir was finden. Da bin ich jetzt gespannt, was es hier gibt zu entdecken. Vielleicht finden wir hier irgendwas Verstecktes. Oder haben wir schon mal eine weite Sicht? Da sehe ich schon Orks. Okay, wo geht's denn hier hin? Ist hier auch noch ein Weg. Da bin ich jetzt gespannt. Wo bin ich jetzt denn überhaupt genau? Ich bin an den Orks auf jeden Fall vorbeigekommen. Ich habe so das Gefühl, das ist keine gute Idee, was ich hier mache. Wir werden gleich wahrscheinlich drauf gehen. Gut zu
Gegen den werden wir nicht klarkommen. Wir sind da aktuell noch zu früh. Alter, wie schnell! Alter! Da greifen wir mal lieber ganz schnell die Flucht. Der ist ja immer noch hinter mir, ja. Sind die weg? Okay, die sind weg. Da gehen wir mal lieber nicht hin. Okay. Auch schon mal kennengelernt. Gehen wir mal lieber jetzt wieder den Weg, den wir eigentlich machen wollten, Richtung Sumpfgebiet. Aber gut zu wissen, dass das hier auch direkt zu den Orks führt. Und Patro uns da eigentlich vorgewarnt hat. Ich weiß nicht, ist er stark genug gegen die ganzen Orks? Okay, mit dem können wir nicht weiter quatschen. So. Wo war denn das genau? Ich glaube, hier rechts rum war das, oder? Ich finde es krass, wie viel hier eigentlich so gibt, obwohl es so klein ist. Die Welt. Die ist zwar klein, aber hier gibt es so viel. Waren wir eigentlich schon da hinten? Laufe ich überhaupt hier richtig? Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß jetzt nicht. Da sind Goblins. Machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Ich weiß jetzt nicht, ob ich stark genug bin gegen 5 von denen, aber wir riskieren es mal. 6. Gegen 6. Glaube lieber doch nicht. 6 Goblins gleichzeitig. Nee, dann gehen wir mal darum. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht überrascht werden von irgendwas, das vielleicht zu stark für uns sein könnte. Waren wir überhaupt schon mal hier? Ich kann mich nicht an den Wasserfall erinnern. Oder an die Dinger. Die haben wir nicht eingesammelt gehabt. Oder sind die nachgespawnt? Oh, ich weiß es nicht. I don't know. Alter, wie viele von denen? Von den riesigen Varanen. Doch, hier waren wir schon. Da hinten ist schon das Sumpfgebiet. Nicht überhaupt Sachen nachspawnen. Ich habe bisher noch nicht mitbekommen, dass hier irgendwas nachgespawnt ist. Da waren wahrscheinlich eher nur ein paar Sachen gewesen, die übersehen wurden oder so von uns. Aber bisher nachgespawnt noch gar nicht. So, da haben wir die Templer. So, um hier beizutreten, was müssen wir machen? Aufnahmesumpflager. Baal Parvetz, ein Missionar der Bruderschaft, sucht im alten Lager nach neuen Anhängern für ihren Glauben an den Schläfer. Er bot mir an, mich zum Sumpflager der Heimat der Bruderschaft zu geleiten. Das Sumpflager erstreckt sich unter mir. Mein Wegbegleiter empfahl mir, mit dem Guru Kor Kalom zu sprechen. Er ist der Aufseher über die Novizen und Lehrer. Kor Kalom nimmt mich als Novize in die Bruderschaft auf, wenn ich mindestens 4 der Baal davon überzeugen kann, für mich zu sprechen.
Okay. Wahrscheinlich hast du recht. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir. Der Schläfer sei mit dir. Alles klar, Alter. Alles klar, Alter. Hi, ich bin neu hier. Okay. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Okay, Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balnamip hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Okay, wie soll es funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir reden will? Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Aha, okay. Der Schläfer möge dich behüten. Okay, also erst einmal hier random irgendwelche Leute anquatschen, um rauszufinden, mit wem ich hier oder wie ich hier überhaupt Teil werde. Nee. Quatsch mal mit dem, die Pfeife rauf. Wie sieht es aus? Was gibt es Wichtiges über den Ort zu wissen? Wer sind eure Anführer? Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Du hast dich entschieden, dem Schläfer zu dienen? Vor dir liegt ein Weg voller Freude und Glück. Geh zu Kor Kalom. Er entscheidet, für welche Aufgabe du am besten geeignet bist. Okay, wo finde ich Kor Kalom? Wo finde ich Kor Kalom? Auf der zweiten Ebene, nahe dem Tempelberg, ist das Alchemielabor. Er arbeitet dort Tag und Nacht. Achso, aber der meinte ja, ich soll... Fragen wir mal den. Ich habe sonst glaube ich... Ah ne, den habe ich noch nicht geholt. Dem muss ich das Sumpfkraut geben. Die tägliche Ration. Hier haben wir jetzt, glaube ich, schon einen neuen Tag. Bin mir nicht sicher. Hier kriege ich, glaube ich, nicht den Sumpfkraut. Aber ich kann hier... Dem kann ich nicht quatschen. Gehe ich mal von aus. Die Bars quatschen mich an und nicht ich sie. Und alles nur Wiezen, also gehe ich mal woanders hin. Schau mal da, ob da was Neues gibt. Ob wir da Aufgaben kriegen. So. Joro müssen wir das Sumpfkraut geben. Wo war denn der Dude, der uns das Sumpfkraut gibt? Die tägliche Ration. Wir lernen eben gar nicht. Wahrscheinlich hast du recht. So, wer ist denn das? Templer. Ah, da vorne war er, glaube ich, doch. Da vorne kriegen wir, glaube ich, die tägliche Ration. Hier, Fortuno. Ich will meine tägliche Ration abholen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Nee, das habe ich nicht vor. So. Lize. Hallo. Okay, mit dem kann ich nichts machen. Vielleicht später irgendwann relevant. Suchen wir mal Joru. Beziehungsweise hier gab es ja auch noch was zu quatschen, ne? Valkada. Noch habe ich ihn nicht richtig angequatscht. Ich habe die Option angesehen. Ich habe mir die Option angesehen, was ich machen kann. Ich habe ihn nicht angequatscht.
haben wir ein Bett. Keine Ahnung, ob das unsere Hütte sein könnte. Ah, da unten. Oh, wen haben wir hier? Novize. Ist hier irgendwo eine Leiter? Will ich hier wieder runter? Und runterspringen lieber nicht, sonst krieg ich Schaden. Da ist eine Leiter. Oh, da ist ein Schwertkämpfer. Gornatov. So, kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger. Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Okay, wie werde ich Templer? Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Ich habe wirklich das Gefühl, wir müssen uns allen Parteien hier anschließen. Koranga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er sagte, die Sumpfhaie habe er noch nie leiden können. Er hat gesagt, du seist unwürdig, die Rüstung eines Templers zu tragen. Komm, ich bin ehrlich. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Okay, aber ich kann ihn jetzt nicht nochmal anquatschen. Oh, hier geht's runter. Gut, dann suchen wir jetzt nochmal Yoru und geben ihm das Sumpfkraut. Wo ging's nochmal zu ihm? Glaube ich hier. Genau hier, da sind wir schon. So, ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut, du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Ja. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Okay. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal-Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal-Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal-Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Ja, versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ja. Okay.
Wie machen wir das dann mit den anderen Gurus? Wir haben ja keine Zauber, oder? Haben wir Zauber? Magie haben wir nichts. Zwar zwei Artefakte, aber Mordrax Ring und Amulett des toten Gardisten. Hier jede Menge Futter. Tränke. Erzbrocken haben wir auch schon richtig viel. Aber wir haben keine Zauber. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit den anderen Dudes hier? Hier bringt es mir nichts. Ich habe eine Idee, wie wir das mit Lester machen könnten, wegen Baal Namib. Ich glaub. Wir bitten Lester einmal darum, uns irgendwo hinzuführen. Zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor. Zum Alchemielabor. Folge mir. So, dann können wir da ihn anquatschen, wegen Baal Namib, was wir machen müssen. Also, genau da lang. Okay. Und dann kann er mir da vielleicht sogar helfen. Manche lernen. Der Geschick war schon voll als Ansatz. So. Wo geht's? Ach, hier. Kommt er da jetzt auch raus? Ja, er kommt da raus. Okay, ich wollte schon sagen. Ach ja, hier war er, genau. So, wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Das kriegen wir hin. Okay. Der Schläfer möge dich behüten. Ja. Ich habe es mir anders überlegt. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Okay, dann gehen wir mal zurück. Wohin führt das hier? Ah, wieder zum Tempel. Okay. Was gibt's denn da hinten? Ah, nur Wasser. Okay. Und hier ein der Schlüfer mit, Schlüfer. Ein der Schüler hier mit, Einschlaf, Magie. Zum Einschlafen gehen. Das würde den dann. Hier, oder? Ist das der? Baal Tion. Den kann ich zum die Schüler kann ich da zum Einschlafen bringen. Mit Schläfermusik. Musik auch noch. Magie. Boah, was ist denn mit mir gedacht? Oh. Wir gehen mal den Weg. Erstmal baden gehen. So. Dann müsste Lester gleich da vorne sein. Dann hätten wir Baal Namib schon mal gleich auf die Liste. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt?
Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Mach Platz! Super schlechte Schauspieler und der glaubt einfach, wirklich. Ich höre nicht. Okay. Kurkalon, wo war der nochmal? Ich glaube, der war auch da hinten. Genau, hier rum. Der war oben, da bei den Alchemielaboren. So. Okay, Balnamib war jetzt aber am einfachsten. Verlass dich auf jemanden. Überraschenderweise. So. Genau, Kurkalon war da oben. Da müssen wir jetzt gleich die Leiter hochnehmen. So. Und hoch. Ah, und da haben wir ja die Schmiede. Genau, da war das. Kurkalons Leibwache, genau. Da haben wir Kurkalon. Was willst du? Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Balnamib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn mindestens 4 der Bals dich für würdig erachten. Lass uns lieber über was anderes reden. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Okay, wenigstens. Wenigstens haben wir erfolgreich seine Zeit gestohlen. Man muss eben aufpassen, was man auch erzählt. So, dann schauen wir mal die anderen Bars. Wo haben wir sie? Die müssten hier auch irgendwo in der Nähe sein. Templer. Darion. Novize. Manchela. War nicht besonders schlau. Okay, wo sind wir eigentlich die anderen Bars? Ich weiß bisher jetzt, wo 2 sind. Da können wir auch noch einen haben. Ist das auch ein Bal? Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein.
Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Kann ich mir deine Loyalität beweisen? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Okay, ich weiß, wo wir jemanden finden. Da ist ja jemand, der... Die Info haben wir ja schon bekommen. Hier war ja irgendwo... hier, Aufnahme, neues... Warte. Verschwunden... Wasserträger für Lefty, war das das? Nee, genau, das wollte ich nicht. Da war ja jemand, den wir hier auch noch suchen sollten. Neue Seelen für die Bruderschaft, genau. Der Butler Melvin hat sich der Bruderschaft angeschlossen. Ein Kumpel Dusty ist immer noch im alten Lager. Spielt aber ebenfalls mit dem Gedanken, dort abzuhauen. Baltondral schickt mich ins alte Lager, um einen neuen Mann für die Bruderschaft anzuwerben. Ich schätze, das ist eine gute Gelegenheit, seine Gunst zu gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Und sehen zu, dass wir hier auch noch Teil vom Sumpflager werden. Damit wir auch hier nach und nach die ganzen Quests erfüllen können, dass wir schaffen können auch noch hier, eigentlich ist die Aufgabe, das Hauptziel, die werden hier glaube ich, kein Teil von jedem Lager sein, sondern nur die ganzen Leute für unsere eigene Ziele ausnutzen, um hier rauszukommen. Aber egal, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir Dusty hier rüberholen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.